Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast und der gute Tom Ader hat uns was von Welt mitgebracht. Aus dem Jo, Pöletong. hallo Arti, hallo das Gemüse, genau. Ich habe mal vor einer ganzen Weile nach Themen gestöbert, die uns interessieren könnten. Da bin ich auf einen Weltartikel gestöbert, den ich richtig geil fand. Der heißt Die Korrektur des Kanons von Jakob Heiner. Und da geht es darum, dass halt Theaterproduktionen in Deutschland häufig dem politischen Zeitgeist entsprechend umgemodelt werden, dass dann halt in Stücken von Shakespeare oder Goethe auf einmal irgendwie Flüchtlinge auftauchen oder sowas. Und ich fand den Artikel richtig cool und ich würde einfach mal sagen, wir lesen den mal vor, ist mal ein bisschen was anderes als sonst. Wir können, weil wir haben bisher keine Artikel vorgelesen, mal sehen, wie sich das jetzt ergibt. Vielleicht tun wir zwischendurch dann auch mal reinlabern. Aber ich würde sagen, wir starten das mal als Experiment, wir lesen das einfach mal vor und gebt euch den Artikel, der ist wirklich schön. Aber ich fange mal an. Das wird ein Clear. Ja, genau. Gemüsepfanne liest interessante Ja, Artikel. genau so. Genau so. Brünhild, genderfluid, Gretchen, ein schwuler Flüchtling. Auf deutschsprachigen Bühnen grassiert die Mode, Klassiker politisch korrekt zu überschreiben. Weder Shakespeare noch Tschechow sind sicher vor der Korrektur durch den Zeitgeist. Der ästhetische Schaden ist dramatisch. Wer öfter ins Theater geht, kennt das. Wie gerne würde man ins Reich der Fantasie und Poesie gelockt werden oder mit großen Werken der Weltliteratur in abgründige Widersprüche eintauchen. Doch wo landet man? In der kärglichen Wüste dürrer Regieeinfälle, die einen Text nur als Vorlage für selbstgefällige Bescheidwisserei benutzen. Der Zeitgeist errichtet sich Denkmäler, indem er der Vergangenheit keck ans Bein pinkelt. Der neueste Trend im Theater? Klassiker werden über- oder umgeschrieben. Der Text ist klüger als der Autor, sagte Heiner Müller einmal. Die Regie ist klüger als der Autor, sagt das Regietheater. Und heute? Soll der lebende Autor automatisch klüger als ein toter Klassiker sein, solange man der Vergangenheit nur mit dem gesammelten repräsentationskritischen Werkzeug aus dem kulturwissenschaftlichen Seminar zu Leibe rücken kann? Haben Goethe, Schiller, Ibsen, Shakespeare und Co. genug für das Empowerment der Marginalisierten getan? Nein, dann muss das geändert werden. Ja, ein sehr schönes Ding. Ja, schöner Einstieg auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja gut, dann machen wir vielleicht jetzt hier mal kurz einen kleinen bisschen Gelaber. Und zwar, deswegen fand ich den Artikel so geil, weil ich war früher ganz gerne mal im Theater, bevor ich rechts wurde, muss ich sagen. Und ziemlich genau mit dem Moment, wo ich rechts wurde, hatte ich dann gar keinen Bock mehr auf Theater. Also so als junger Student war ich ab und zu mal im Theater, da fand ich das irgendwie cool und bildungsbürgerlich und oh, ich bin im Theater, das ist ja so toll und viel besser als Kino. Aber gerade so mit 2015, wo das dann mit Pegida losging und 2014 hier in Dresden und vor allem mit der AfD und den Flüchtlingen und so weiter, ist mir das übelst aufgefallen, wie krass politisiert die Theaterproduktionen hier wurden in Dresden. Also richtig, richtig krass. Wir hatten vor einer Weile auch schon mal so einen Artikel gelesen, da ging es zum Beispiel um die Oper. Und da waren dann irgendwie bestimmte Leute, die in der Oper, die vor 300 Jahren gespielt haben, die waren dann als AfD Politiker verkleidet und Haufen so ein Ja, ich Scheiß. finde es nämlich, ja. Ja, und das geht mir so auf den Sack. Also das ist wirklich so dieses Ding, vor allem auch sich mit fremden Federn schmücken im Theater. Du schreibst halt aufs Plakat Shakespeare oder so, und dann denken die Leute, ah cool, Shakespeare, das ist ja geil. Und dann gehst du ins Theater, dann kommt nicht Shakespeare, dann kommt nämlich irgendein verkackter Theaterwissenschaftsstudent, der meint, sich dort ausdrücken zu müssen. Und das halt als Intendant völlig ummodelt, dieses Shakespeare-Stück. Und dann geht es halt auf einmal um Flüchtlinge und AfD. Also was mir aufgefallen war oder ist, über die letzten Jahrzehnte, also ich war halt als Schüler immer relativ oft im Theater, über diese, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, also so ein Jugend ins Theaterkarte oder wie auch immer das genannt wurde, das Bühnenbild, das war Ja, früher ja. lebendig, sage ich mal, natürlich. Ja. Und so 2010 oder so war das so, naja, irgendwie eine weiße Wand mit einem Ja, Spannbett ja. lagen. So, yay. Denkt euch doch Ja. selber was aus. Es Genau, war das hat so dann richtig sowas. dekonstruiert Ja. und langweilig. Genau, das hat dann sowas ein bisschen wie von moderner Kunst so. Weißt du, ich mal irgendwie einen Strich
auf einen hässlichen Strich oder zwei auf die Leinwand und sagt dann, ja, das ist Kunst. Und genauso ist es ja mit diesem Beispiel mit der weißen Wand. Ja, das ist Kunst, das muss man sich jetzt dazu denken, die Fantasie muss angeregt werden. Das ist so ein ganzer Bullshit. Das Spannbetttuch steht für die Aufgabe der alten Werte und ja. Bla bla bla, drei DIN A4 Seiten später, weißt du. Genau. Apropos DIN A4 Seiten, ich lese mal weiter. Ja, gerne. Der Text ist nicht auf der Höhe des Gender-Diskurses unserer Zeit, sagt die Dramatikerin Katja Brunner bei der Spielplanpräsentation des Deutschen Theaters in Berlin. Gemeint ist Shakespeares Stück der widerspenstigen Zähmung, über das seit Jahrhunderten gestritten wird, ob es eine ins Absurde übersteigerte Männerfantasie oder ein Dokument des Frauenhasses ist. Für Brunner ist die Sache klar. Sie wird der widerspenstigen Zähmung überschreiben. In ihrer Variante soll es um weibliche Schwesternschaft und Solidarität gehen. Deswegen werden nur Frauen auftreten. Okay. Geil. Es erinnert wirklich an so die Sowjetgeschichten, die da irgendwelche Stücke umgeschrieben haben, ja, um die Arbeiter-Bauern-Bewegung hervorzuheben oder sowas. Also, Junge. Geil. Ja. Kennst du übrigens hier der widerspenstigen Zähmung? Also, nein, tatsächlich. Ist eine ganz coole Komödie von Shakespeare, das habe ich vor ewigen Zeiten, vor 10 Jahren oder so, gesehen. Da geht es meines Wissens auch grob darum, dass ich eine verkleide. Auf jeden Fall weiß ich noch genau, es geht halt um eine widerspenstige. Mhm. Das ist wahrscheinlich das, was hier so ein bisschen als antifeministisch aufgegriffen wird. Es geht halt um eine Frau und die ist halt so ein bisschen eine Kratzbürste, weißt du? Mhm. Und deswegen, da ist dann irgendwie noch eine Liebesgeschichte daran verknüpft. Auf jeden Fall muss die gezähmt werden. Das ist so ein bisschen der Film 10 Dinge, die ich an dir hasse. Der ist übrigens daran angelehnt. Naja. Meine ich an der widerspenstigen Zähmung. Also, ihr könnt euch auch gern den Film anschauen, wenn ihr auf 90er Teenie-Filme steht. Ich frage mich jetzt nur, also, wenn es in dieser Neuverfilmung oder Neuverfassung nur Frauen gibt, wo soll denn da der Widerspruch herkommen? Genau das ist es. Der Titel ist doch dann. Zahnlos. Ja, genau, darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus, weil das ist ja ein Stück, da geht es ja extrem um, ich sag mal, um Geschlechterdynamiken, Männer und Frauen und dass Frauen vielleicht mal zickig sind und all solche Sachen. Ja eben, und wenn du das jetzt nur Frauen da reinpackst und das über Schwesternschaft und Solidarität spielen lässt, dann machst du das ganze Stück kaputt. Ja, du kannst es eigentlich gleich neu nennen oder Obacht, was Eigenes machen. Ja. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Ja, und das ist das Ding. Aber wie du schon sagtest, da kann man nicht mehr Shakespeare aufs Werbeplakat schreiben. Genau, und wenn die was Eigenes machen würden, ganz ehrlich, das würde ja noch schlechter sein, auch sprachlich schon. Also. Das weiß ich nicht mal. Aber es wäre halt anstrengender, sowas zu schreiben. Ja, weißt du? Ja, das ist schlimm. Du könntest ja auch so ein Stück so in dieser Shakespeare-Sprache verfassen, wenn du es unbedingt drauf anlegen würdest, ne? Ja, was ist halt. Klar. Mit Aufwand verbunden. Ja. Ich würde mal weiterlesen. Ja. Shakespeare steht nur noch als Abgekanzelter auf dem Spielplan. Zudem sein Stück das einzige aus dem dramatischen Kanon ist, das beim renommierten deutschen Theater bis Ende des Jahres auf dem Premierenzettel zu lesen ist. Die Zeichen der Zeit stehen offensichtlich auf politische Korrektur des Kanons. Peter Zadek sagte einmal, er wollte dem Publikum nicht Nachhilfeunterricht in Gemeinschaftskunde geben. Genau das sieht man allerdings heute im Theater oft, als den ureigensten Aufgabenbereich. Das Über- oder Umschreiben gilt als Nonplusultra einer kritischen Kulturpraxis. Ja, kann man nur so unterschreiben, diesen ganzen Absatz, würde ich sagen. Ja, es ist übelst, also das liest sich, das geht runter wie Öl. Ich liebe diesen Artikel. Ich mache nochmal kurz den nächsten Absatz, dann kannst du wieder. Zu dritt in einer früheren Überschreibung von Brunner, die am Schauspiel Köln zu sehen war, Richard III. Als genderfluide Königssinn auf. Königssinn hier wirklich mit X. In Hildensaga, ein Königinnendrama. Und hier, ganz wichtig, das ist so diese eklige, kleingeschriebene, dieses linksextreme, kleingeschriebene Ding. Ja. In Hildensaga, ein Königinnendrama, ersetzt Ferdinand Schmalz am Deutschen Theater die Helden durch Hilden. Statt sich zu verstreiten, stürzen Brünhild und Kriemhild gemeinsam die Herrschaft der Männer am Hof.
an dem sich neben dem Prolldepp Siegfried nur eitle Gecken im grellen Federkostüm tummeln. Alles so vorausschaubar wie langweilig. Uff. Das klingt so ein bisschen wie Schülis, die Hilden. Ja, ja, es ist, klingt schlimm. Also dieser Absatz macht mich auch richtig matt. Ich kenne jetzt das Originalstück nicht, aber die Königssinn allein, die genderfluide Königssinn, alter Schwede. Also was muss man genommen haben? Und genau wegen sowas gehe ich einfach grundsätzlich nicht mehr ins Theater. Kann der Grabe so einen TikTok-Clip machen, sowas wie echte Großbuchstaben sind rechts oder sowas? Ja, echte Männer schreiben Großbuchstaben, ja. Echte Männer wissen, wann man Substantive groß schreibt. So weit ist es gekommen, ja. Ah, ja, herrlich, herrlich. Ja, mach du ruhig weiter. Auch Goethe und Schiller bekommen ein Update. Oh Gott. In Fatma Eidemirs Doktormutter Faust, in Klammern Theater Essen, ist Faust eine Professorin für... Alter, du... Gibt's mir auch die guten Absätze hier. Ja. Ist Faust eine Professorin für Gender Studies, die einen Schulenflüchtling in Klammern im Rollstuhl, na gut, der Rollstuhl ist jetzt aber, die einen schwulen Flüchtling zu verführen versucht, der, Achtung, MeToo, zugleich ihr Doktorand ist. Was für ein Satz. Okay. Was nicht ins zeitgeistige Programm passt, ist gleichsam wegüberschrieben worden. Bei Leoli Böhm an der Münchner... Warte mal, ganz kurz, ehe du da weitermachst. Also ich finde ja diesen Satz schon göttlich. Faust ist eine Professorin für Gender Studies. Wie geil ist denn das? Und die will einen schwulen Flüchtling verführen. Also Gretchen ist dann wirklich ein schwuler Flüchtling oder was? Wie geil ist denn das? Ach so, stimmt, das ist ja dann Gretchen, ja. Ja, ja, genau. Und vor allem... dieser erste Monolog vom Faust ist ja so bekannt. Ja, habe studiert mit heißem Bemühen, Juristerei, Philosophie und Medizin. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin jetzt so klug als wie zuvor. Ja. Das kann ich noch so ein bisschen auswendig. Nee, jedenfalls ging es ja darum, dass Faust so ein übelster Universalgelehrter war und für seine Zeit alles gelernt hat, was so wichtig war an Wissenschaften, weißt du? Jetzt reicht es, Gender Studies zu studieren. Ja, genau. Der hatte Geisteswissenschaften wie Jura und Medizin, aber auch anderes studiert, ja, und Physik und so. Und genau, jetzt hast du Gender Studies. Was und die Welt im Innersten zusammenhält. Ja, genau. Ja, das ist der Pudel, des Pudels Kern sind die Gender Studies. Herrlich. Ja, mach du gerne weiter. Ja, bei Leonie Böhm an den Münchner Kammerspielen sind die Räuberinnen eine Frauenbande auf Selbstfindungsmission, deren Mitglieder nackt über die Bühne schlittern und sich an den entblößten Brüsten herumspielen. Mhm. Schillers Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, wird zur feministischen Parole. Das Stück wurde kürzlich auch ins Repertoire des Maxim-Gorki-Theaters übernommen. Alter, das ist ja krass. Das kann ich mir also auch richtig vorstellen. Also Sex-Sales, würde ich sagen, oder? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie man das halt hier umverkehrt. Also dieser Satz, ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu sein, wie man das halt in Feminismus umverkehrt. Weißt du, dass es halt darum geht, ah, als Frau bin ich so benachteiligt gegenüber den Männern, weil, ja, und daraus dann ein Stück machst. Aber ich meine, Räuberinnen, wow, das Stück hieß halt Räuber. Es ging nicht darum. Also ich würde ja sagen, die Gecken und eiklen Pfauen aus dem Absatz oben drüber könnten sich gerne mal das Stück angucken. Ja. Dass du da so richtig so mit diesen, so richtig diese, wie ist dieser schwedische Film, dieser ganz schlechte? Da gibt's viele. Ich weiß nicht, Rollfilm. Dann so mit so einem schönen Sixpack da so reingehst. Ach, du meinst aber nicht New Kids Tour, doch, aus New Niederlanden. New Kids meine ich, genau. Der ist aus den Niederlanden, der ist aus den Niederlanden. Ah, fast. Ey, Junge! Ey, Mädel! Titten, wann? Ja, super. Schön. Also müsstest du es wahrscheinlich hops nehmen, diesen ganzen Mist. Ja. Unfassbar. Ich mache weiter. Die gehypten Diskurse lassen sich beliebig kombinieren. So ist die Sache bei Golda Bartens gefeierter Überschreibung Sisters an der Berliner Volksbühne nicht nur feministisch, sondern zudem antirassistisch gewendet.
In einer Berliner Altbauwohnung plaudern Cechos drei Schwestern gediegen über ihr Schwarzsein und Rassismus. Und statt nach Moskau wollen sie ins gelobte Land USA, wo Identitätspolitik und Intersektionalität fließen. Ich liebe diesen Artikel. Das Denken von heute wird, beispielsweise bei der Repräsentation von Geschlecht, nachträglich in die Vergangenheit eingespeist. Unerträglich scheint ein Früher, das nicht auf der Höhe der Diskurse war, in denen sich die Jetztzeit bespiegelt. Warum will die Gegenwart das Vergangene so dringend ändern? Warum kein neues Stück über weibliche Schwesternschaft und Solidarität schreiben, sondern einen Shakespeare überschreiben? Neue Klassiker bringt diese Revolte gegen den Kanon so nicht hervor. Ich kann sagen, warum die das nicht machen, warum die keine neuen Stücke machen, weil es denen an Können mangelt. Ganz ehrlich, die können einfach nicht. Ja. Das ist wieder diese klassische Aussage, Linke können nichts erschaffen, sondern sie können im besten Fall das Alte zerstören. Ja. Und man sieht es ja wieder, ja. Also, wie gesagt, dann mach doch dein neues Schwesternschaftsstück. Auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen, wäre nicht unmöglich. Also, weißt du? Ja. Und vielleicht nochmal kurz ein Off-Topic-Ding. Warum ich den Artikel auch so geil fand. Das Ding ist ja, ich habe so ein, zwei Leute im Freundeskreis, die trotzdem noch ganz gerne ins Theater gehen und die mich dann manchmal fragen, ich war letztens im Theater, willst du da mit? Und die mir dann auch erzählen von Stücken, die es war. Und ich denke mir jedes Mal, Alter, was für ein Scheiß schaust du dir denn dort an? Also was die mir dort manchmal erzählen. Also ich bin da immer so ein bisschen mit mir uneins. Sehen die das nicht, was da für krasse Politik dir so ins Gesicht gedrückt wird? Oder sind die im schlimmsten Fall so, dass sie so ein bisschen eben auf Kleider machen Leute machen? Du kennst ja diese Geschichte, Kleider machen Leute. Märchen, diese Märchen, ich liebe das, so mein Lieblingsmärchen, weil das steht für so vieles, was heute abgeht. Der König, der gibt halt vor, er würde seine Kleider sehen, weil er so klug ist, und dann machen alle anderen mit. Und so denke ich manchmal, sind die Leute drauf, die ins Theater gehen. Die sagen, ja, wisst ihr, die holen sich selbst eben drauf unter, ich bin so geil, ich gehe ins Theater und ins Kino, und sagen dann am Ende, das war geil. Obwohl es scheiße war, wisst ihr? Sie geben einfach vor, um irgendwie bildungsbürgerlich und klug rüberzukommen, ja, das war toll. Würde ich mitgehen, ja. Ja, kleiner Off-Topic. Exkurs von mir, aber ja, ich hasse deswegen Theater mittlerweile. Also ich gehe echt viel lieber ins Kino. Also bis dann halt wirklich so ein Verriss von der nächsthöheren Kulturinstanz kommt, also sprich irgendein Kritiker dann, der sagt, das Stück war scheiße wegen A, B, C, D, E, F, G. Ja, dann natürlich hat man das schon immer so gesehen wie der Kritiker. Genau. Ist ja klar. Genau. Ne? Aber man hat natürlich am Tag oder am Abend der Premiere wohlwollend versucht, drüber hinweg zu sehen. Und so weiter und so fort. Richtig, richtig, richtig. Du hast erkannt, was ich meine. Ja. Also ich bin tatsächlich eher in Komödien in letzter Zeit. Im Theater jetzt? Oder? Ja. Ach, du gehst Und da habe ich so den Eindruck, dass da eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, drüber hinweggesehen wird. Also wahrscheinlich kannst du dir als Hofner heutzutage noch viele Sachen erlauben, die du in ernsten Stücken nicht bringen könntest. Wenn wir jetzt von Komödien sprechen, über was für Stücke sprechen wir dann? Sind das jetzt Stücke, die wirklich neu geschrieben wurden? Okay. Und dann sowas wie Komödie Dresden. Also sind jetzt keine hohen Theaterstücke. Shakespeare oder so. Halt Klamauk, ja. Klamauk, okay. Und ist das politisch? Teilweise. Also ich weiß gerade nicht, wie hieß denn das? Also da geht es um so eine Familie nach der Wende, die kein Geld hat. Aha. Und da kommt halt so ein westdeutscher Produzent zu denen und will so ihr Alltagsleben filmen. Aha, okay. Und das geht ganz gut, die kriegen ein bisschen Kohle und kommen über die Runden. Mhm. Und haben dann aber die Befürchtung, dass sie eben immer was Neues bieten müssen. Und da schrauben die so die Ostklischees immer höher, so wie heute ist Familien-FKK-Tag und sowas. Und da sitzt hier dann alle nackt vor der Kamera auf einmal. Und das geht natürlich gar nicht und solche Späße halt. Aber ja. Das klingt ganz gut. Ja, aber das ist halt kein altes Stück umgeschrieben. Ja. Also Gott sei Dank. Ja. Mhm. Also es gibt schon noch neue Schaffungen, aber Okay. Mach du gern weiter, wenn du magst.
So. Wem dient die Kanon-Korrektur? Welchen Nutzen hat eigentlich das Publikum von der politischen Korrektur des Kanons? Wird tatsächlich die Selbstermächtigung gefördert, indem man sie in Kunstwerke der Vergangenheit einschreibt? Umgekehrt. Weil sich die politisch korrekten Zeitgenossen nicht einmal in der Kunst der moralischen, in der Kunst mit den moralischen Abgründen und hässlichen Widersprüchen konfrontieren, werden die Zuschauer durch die kosmetische Klassikerkorrektur nicht er, sondern entmächtigt, in denen die auch heute noch konflikthafte Wirklichkeit, was? In die auch noch heute noch konflikthafte Wirklichkeit einzugreifen. Ich finde den Gedanken gar nicht dumm. Weil man sich halt dann eben nicht mit echten Problemen auseinandersetzt, die es mal gab oder so, sondern ja, dann ist halt alles so ein bisschen so ein heile Welt-Ding. Also wir machen halt ein altes Stück, jetzt zum Beispiel Faust, machen wir irgendwie auf einmal Genderfluid und mit Gender Studies und den ganzen Müll rein. Also wir bringen dann irgendwie, Es zerstört also eigentlich wir die machen. Vergangenheit. Also du schaffst es nicht mehr, dich in die Leute, wie sie damals getickt haben, irgendwie Genau. reinzudenken, weil es alles Genau. auf heute getrimmt ist. Genau. Und vor allem tust du ja auch dadurch, dass du das so ins Absurde verkehrst, wie jetzt zum Beispiel dieses Beispiel mit dem Gender Studies Professor und Faust, kannst du ja das ganze Stück gar nicht mehr so wahrnehmen, so richtig für voll nehmen. Ja. Also da geht ja der ganze zentrale Konflikt von dem Faust, der halt so strebt nach Wissen und so und an der menschlichen Hybris scheitert, da geht er völlig verloren. Jetzt zum Beispiel mit diesem Gender Studies Beispiel. Also mich hätte da schon interessiert, wie sieht denn der Teufel aus in diesem Stück? Ja, Gibt es ihn dann das überhaupt würde mich noch? sehr interessieren. Ey, das ist safe einer von der AfD. Oder ein alter weißer Mann einfach bloß? Ja, irgendwie sowas. Ja. Richtig geil. So. Willst Ja, du, soll mach du ich? gern. Mach du noch mal. In ihrem Essay Der Depp als Dauerzustand bezeichnet die Theaterkritikerin Christine Wahl, die Überschreibungsmode als dramatisches Verlustgeschäft. Wahl schreibt: Die augenfälligste Maßnahme der feministisch gelabelten Kanonkorrektur besteht erstaunlicherweise weniger darin, den weiblichen Cast auf, als vielmehr darin, den männlichen abzuwerben. Männliche Figuren erscheinen als eindimensionale Deppen. Paradoxes Resultat: Dagegen gewinnt selbst noch eine lieblos geschriebene Frauenfigur. Wer in der Kunst, wohin man auch blickt, immer nur sein eigenes Antlitz sehen will, leidet an einem ästhetischen Narzissmus. Die einzige Sorge gilt dem Selbstbild. Jegliche Werthaltigkeit geht verloren. Selbstermächtigung kippt in Selbstentmächtigung, wo der Kitsch über Widersprüchliches triumphiert. Und ich würde noch anfügen wollen, paradoxerweise, diesen eindimensionalen Deppen, wie soll ich sagen, der gewinnt dann auch noch die Herzen im Sinne von, das ist der Underdog. Ja, klar. Ja, ich finde auch den Absatz, ich muss da noch mal kurz drüber nachdenken, aber ich finde ihn auch extrem geil. Also, was hier beschrieben wird, dieser ästhetische Narzissmus, dass man halt sich selbst immer sehen will, weißt du? Das ist so ein bisschen wie was wir hier auch auf unserem Kanal oft besprechen, dass du zum Beispiel in Kinofilmen, die, was weiß ich, ewig alt sind. Irgendwie Disney-Klassiker von vor 60, 70 Jahren, dass sich dann Linke beschweren, dass da zu wenig Schwule sind oder Inder oder Schwarze oder was weiß ich. Weißt du? Ja. Als würde man sich selbst immer sehen müssen in dem Film. Also, das sehe ich so nicht. Ich meine, keine Ahnung, ich kann mir auch, ich habe mir letztens Parasite angeguckt, das ist mit Südkoreanern, spielt in Südkorea. Das ist mir Ah, ja, doch das ist Bums. gut. Ja, guter Film, aber es ist mir doch Bums, ob die jetzt mich als meine Demografie wiedergeben. Also muss es doch gar nicht. Und trotzdem war es ein super Film. Na gut, er war gut, war nicht ganz so mein Genre, aber war gut. Kann ich empfehlen. Ja. Ich fand diesen Satz, wo die erzählt, dass die weibliche Besetzung in der Regel so bleibt, wie sie ist und die männliche halt abgewertet wird, fand ich sehr interessant. Also man hätte Ja, ja auch ja. sagen können, man lässt die Männer so und macht die weibliche Besetzung halt eine Stufe höher. Aber So ist es ja ich denke, in die den werden Kinofilmen. gemerkt haben, dass das komisch rüberkommt.
Ja. Oder halt, So oder. ist es ja oft in Kinofilmen mittlerweile. Also zum Beispiel diese ganzen Marvel-Superheldenfilme, wo dann halt immer so die super starken Frauen da sind und den Männern zeigen müssen, wo es lang geht. Die Also jetzt so. Boss-Bitch, Ja, es sind immer so die Boss-Bitches, ja. Zum Beispiel jetzt Thor Ragnarök, da ist halt den Thor, so diesen übelst starken Muskelmann, und er ist dann nur noch eine Wurst, bis er gar sehr unentschlossen ist, gar nicht weiß, wo es lang geht. Und die Natalie Portman, die schmächtige Frau, ist halt super stark und kann alles und ach, keine Ahnung. ja. Ja gut, das ist, glaube ich, das Schlimmste aus beiden Welten. Der weibliche Ja. Cast wird hochgehoben und der männliche wird zu diesem, naja, wie du schon beschrieben hast, so der Luschentor. Ja. Auf jeden, auf jeden. Gut, ich lese mal weiter. Wem das gefällt, einem Publikum, das das hypermoralische Selbstbild zum Politik- und Religionsersatz erhoben hat und sich an widerspruchsfreier Selbstbestätigung durch plumpe Meinungssoße erfreut. Wie maßstabssetzend die Überschreibung im Theaterbetrieb inzwischen ist, zeigt der diesjährige Mülheimer Dramatikpreis, der zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Gegenwartsdramatik im deutschsprachigen Raum gehört. Die Jury hat den Preis an Nora, oder wie man das Herrenhaus kompostiert, von Sivan Ben Yishai, derzeit am Staatstheater Hannover sowie am Deutschen Theater zu sehen, verliehen. Aus Ibsens Nora oder ein Puppenheim macht die 1978 in Tel Aviv geborene Autorin eine Selbstbespiegelung des Theaters. Ein großer Anklagetext, so schreibt es die Jury. Gottes Willen. Aha. Also auch hier wieder interessant, da kriegt jemand einen Theaterpreis einfach, weil er halt was überschreibt. Weil er halt sich ein Stück nimmt, was es schon gibt, und da dann seine Soße drüber gibt. Ich mache mal noch weiter, den nächsten Absatz. Das Ibsen-Drama über Geld, Ehre und Ehe wandelt Ben Yishai zu einem Text über Repräsentation, Feminismus und Klassismus. Nora ist das Schreckbild einer weißen bürgerlichen Feministin, die aus ihrer Geschichte Geld macht. Ihr Mann Torwald ist kaum mehr als eine minder bemittelte Nebenfigur. Die wirklichen Nebenfiguren, der Paketbote oder das Kinder- und Hausmädchen, werden mit erfundenen MeToo-Vorwürfen tyrannisiert oder gleich in die Fußnoten verbannt. Der Kurzschluss von Repräsentationskritik und Ausbeutung hat seinen Reiz mehr in der Idee als in der Ausführung. Das Stück lahmt. Nora ist gemein und die Nebenfiguren sind die neuen Verdammten dieser Erde. Das hat man schnell begriffen und ist weit weniger witzig als in Sophie Lindbaums Nebenfiguren-Filmkomödie The Ordinaries. Und weit weniger eigenständig, weil neben Herr Ibsen, der große Neuerer des bürgerlichen Dramas, mit furiosem Gestus auf den Komposthaufen der Geschichte befördert werden muss. Boah, das war jetzt schon, ehrlich gesagt, ziemliches Textgeflexe Ja, auf jeden Fall. Ja, das Stück klingt aber tatsächlich anstrengend. Ich Gut, muss das ist halt sagen, jetzt. das Stück Ja. eigenständig wäre interessant, ehrlich gesagt. Wird also für mich so, wenn das jetzt so der Text ist, weißt du, so die Nebenfiguren werden mit MeToo-Vorwürfen tyrannisiert und so, dass. Also, dass sich diese ganze MeToo-Geschichte immer verselbstständigt hat und Ja. so, das wäre ja interessant mal zu beleuchten und so. Also, ja. Ja, das Problem ist halt, dass es hier wieder nur eine Überschreibung von einem anderen Stück ist, was wir jetzt Ja. beide leider nicht kennen, was wahrscheinlich gut wäre, um den Absatz hier zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, der ist wirklich ein bisschen geflext, wie du sagst. Ja, aber an sich, du hast recht. Ich meine, die Themen sind ja da. Und mein liebe Linke, wenn ihr wollt, dann macht doch einfach neue Stücke zu euren Themen. Aber nehmt euch nicht einfach schon Bestehendes und kippt dann eure Soße drüber. Das ist halt Müll. Ja. So. Wie alle Verbrechen hat auch das Umarbeiten seine Moral, schreibt der Dramatiker Peter Hawkes vor fast 50 Jahren. In seinem Essay über das Revidieren von Klassikern versucht Hawkes, Kriterien für das Über- und Umschreiben zu entwickeln. Dabei gibt es für ihn, der mit seinen Aristophanes-Bearbeitung, mit seiner Aristophanes-Bearbeitung Der Frieden, einen der größten Theaterstücke der DDR landete, eine wichtige Regel. Klassiker sind heilig. Man darf sie nur verändern, wenn man sie verbessert. Und anklagen ist noch nicht verbessern. Wenn man als Dramatiker Hand an einen Klassiker legt, so Hawkes, ist das wie ein operativer Eingriff eines Arztes, der ohne genaue Kenntnis der Anatomie meistens schief geht. Eine Hebammenkunst, denn Hawkes, das in seinen kleinen
das in seinem kleinen Katechismus. Man solle das Beste aus dem Stück herausholen und stellt eine weitere Regel auf. Ziel des Bearbeitens ist nicht die Kritik am Stück, sondern das Stück selbst. Was man heute meist sieht, ist allerdings genau das. Kritik am Stück, selten kluge oder überzeugende. Ich komme mit dem Satzbau nicht klar, es tut mir leid. Nee, ja, du hast es gut, super gelesen, gar kein Stress. Ja, also diesen, ich würde ihn wahrscheinlich Peter Hax nennen, immerhin war er ein Deutscher. Ja, ich habe es dann durchgezogen. Ja, ich denke, er hat hier schon einen Punkt. Klassiker sind heilig, man darf sie nur verändern, wenn man sie verbessert. Gut, da ist halt die Frage, warum sollte man überhaupt einen Klassiker verbessern? Ich meine, das ist halt das Ding. Verbessern ist halt dann auch irgendwo subjektiv. Ja, vielleicht wäre es besser, die Klassiker wirklich Klassiker sein zu lassen. Genau, also ich würde sagen, einfach nie anfassen. Also, ja. Weißt du? Also anfassen nur, wenn man es halt neu aufführt, ohne das zu ändern. Also vor 10 Jahren zum Beispiel, da war ich in einem Shakespeare-Stück. Ich weiß gar nicht mehr in welchem. Es war auch eine Shakespeare-Komödie. Ich glaube, es war Sommernachtstraum oder sowas. Mhm. Und das war genau der Shakespeare-Text, also die deutsche Übersetzung von Schlegel ist die, glaube ich. Und das war alles super. Aber was sie gemacht haben, das Bühnenbild, die Anzüge, die die hatten, das war alles in der Moderne, weißt du? Die hatten Handys und hatten moderne Stühle. Und das war ein Top-Stück. Also so kann man das wegen mir machen. Ich meine, es gibt ja auch so Filme, es gibt da zum Beispiel so einen Hamlet-Film, so einen Hollywood-Film oder Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio. Da ist es ja genauso. Die sprechen wirklich diese alten Shakespeare-Texte, aber die spielen irgendwie in New York der 90er oder so. Und so kann man das gerne machen. Das wäre jetzt, könnte man sagen, ja, das ist vielleicht eine Verbesserung oder da ist irgendwie, kommt noch was Neues rein. Aber der Text, finde ich, sollte halt wenigstens gleich sein. Aber ist es denn glaubwürdig dann in diesem Setting für dich mit Handys und Co., dass die so reden und sich so geben? Das ist das Witzige. Ich finde tatsächlich ein Stück weit ja, weil man als, oder anders, das bekommt nochmal eine ganz neue Ebene, weil man irgendwie mehr jetzt noch auf den Text achtet, weil man wirklich merkt, das ist halt hier. Der Text ist die Kunst, weißt du? Mhm. Weil normalerweise in einem Film ist ja so, der Text gehört fest zur Handlung. Also die Figuren sagen jetzt Sachen, die sie wirklich so in der Situation sagen würden. Und so merkt man, das ist irgendwie nochmal vor 500 Jahren geschrieben worden. Und du tust dann mehr über den Text nachdenken, habe ich Gefühl, als über das, was du siehst. Also du tust das weniger wie ein Film wahrnehmen, sondern etwas mehr wie, ja, wie halt ein dramatisches Stück, also wie ein Gedicht oder so. Mhm. Ich fand das ganz gut. Interessant. Na gut, so, wir haben jetzt die letzten 2 Absätze, ich mach die nochmal fix. Der neueste Bearbeiter sieht nicht nur die Schönheiten seiner Vorlage nicht, er schließt vor ihnen die Augen, so Hax. Er hat eine Meinung vorgefasst, welcher er alles gerne opfert. Er kennt inzwischen den Begriff des dramatischen Kunstwerks, lehnt ihn aber ab. Selbst Hax Jugendidol findet da keine Gnade. Wie unendlich dauerhaft sind die Antigone, der Don Juan, der Coriolan. Wie kurzlebig, um nicht bloß im Allgemeinen zu bleiben, sind sie gewesen, als der Brecht sie auf den Brecht gebracht hatte. Und heute werden sie meist noch unter Brecht gebracht. Den Absatz ist schon wieder geflexe, ich verstehe es nicht. Okay, letzter Absatz. Nicht kritisieren, sondern verbessern. Macht das noch jemand? Es gibt tatsächlich nicht nur die politisch korrekte, sondern auch die poetisch anspruchsvolle Überarbeitung. So basieren Roland Schimmelpfennigs Anthropolis-Stücke, die Karin Bayer in Hamburg zum größten Theaterereignis dieser Spielzeit gemacht hat, auf antiken Klassikern. Sie bezaubern durch die Behandlung der Sprache, nicht durch Belehrung im Inhalt. Sie huldigen nicht der Hybris des Zeitgeists, sondern schaffen das, was man im Theater sucht. Eine Begegnung mit dem Widersprüchlichen im Schönen. In Mülheim gab es für Schimmelpfennig zwar nicht den Hauptpreis der Jury, aber den Publikumspreis. Ja, cool. Warte. Das ist hier so eine Entwicklung mit dem Publikumspreis. Ich denke, das ist so ähnlich analog wahrscheinlich zu Filmkritikern. Da hat man es ja auch oft aktuell zum Beispiel auf so Plattformen wie Metacritic, sagt dir vielleicht was. Da hast du immer eine Wertung, die Kritiker vergeben und das Publikum. Ja. Und da hast du manchmal Filme, da geht das so weit auseinander, gerade so bei Stand-Ups, Netflix-Specials zum Beispiel. Da hast du Anna Gatsby oder so, das ist so eine übelst linksextreme Stand-Upperin und er hat da irgendwie 80% Kritikerwertung, also alles top.
Und bei den Zuschauern, beim Publikum hat die dann 10%. Das ist wirklich so hart, ja. Okay. Ja, das ist ja übelst krass teilweise. Aber das war nicht die, die zu der Impfung umgefallen ist, oder? Auf der Bühne. Nee. Ja. Ja, und so wird es ähnlich im Theater sein. Du hast halt irgendwelche Jury-Leute, die halt prätentiös sind, so dieses Kleidermachen-Leute-Ding, was ich vorhin erwähnt habe, die sich gegenseitig runterholen, oh, wie geil sind wir und wir haben die gleiche Meinung und die richtige Meinung. Dann hast du als Publikum, das will einfach nur gute Theaterstücke sehen und die scheißen da drauf. Ich glaube, das ist mittlerweile halt für die Kritiker auch so eine richtig beschissene Situation, weil es zu so einem Selbstläufer geworden ist. Jetzt stell dir mal vor, du hast so 50 Kritikerkollegen und du schreibst über diese Stand-up-Komödiantin da. Ne? Ja, ja, ja. Und jetzt erdreistest du dir zu sagen, dass die scheiße war. Ne? Ja, dann bist du die unten. Anderen 49 werden dich ja zu Tode mobben. Ne? Ja, das ist wieder das Ding mit den Eiern, was wir im vorigen Video hatten. Weil die Leute müssen sich Eier wachsen lassen. Kritiker sind in der Regel sanfte Seelen, also auf diesem Level da. Ne? Ja, ich glaube auch. Also diesen richtigen, hier wie bei diesen Disney-Film mit diesem Koch da. Ratatouille? Ratatouille, genau. Dieser richtig böse Kritiker, den gibt es gar nicht mehr so auf dem Level. Ja, ja. Also zumindest nicht bei diesen Zeitgeist-Themen, weißt du? Nee. Und deswegen, ja, die haben sich ihr eigenes Meinungsgrab geschaufelt und da kommt jetzt einfach nicht so schnell wieder raus. Aber es ist wie immer eine Abstimmung mit den Füßen schlussendlich. Also die Kritiker können ja schreiben, was sie wollen. Die Mundpropaganda ist, würde ich behaupten, schneller und besser. Also wenn es dem Volk gefällt, dann wird sich das rumsprechen. Und ja. Die Feuilletons, wer liest denn das noch wirklich? Ja, ja, aber auf der anderen Seite ist es auch so, würde ich meinen, wenn ein Stück richtig schlecht ist, zum Beispiel so ein feministischer Scheiß, dann kriegst du das nicht mit, ganz ehrlich. Also meine Kumpels, von denen ich erzählt habe, die ins Theater gehen, die schauen sich nicht vorher irgendwo an oder belesen sich, wie das ist. Die gehen einfach hin und lassen sich überraschen. Und dann gehen die halt dahin in jetzt, was weiß ich, das Brünnhild-Stück und dann ist die auf einmal genderfluid, weißt du? Also die kommen am Ende dann doch damit durch. Die haben das Geld bezahlt, ja, das stimmt. Genau, also die Theater kommen an sich damit sogar durch. Sie schreiben halt Shakespeare aufs Plakat und der Normie denkt sich, ja, cool, Shakespeare, gehe ich mal hin, ich will mal mich irgendwie bilden. Die Frage ist halt, wenn du da so 2-3 Mal reingefallen bist, also du wolltest einfach mal so ein bisschen dem Alltag entfliehen, wolltest so ein bisschen deiner Theaterader huldigen, wolltest ein bisschen intellektuell wirken am nächsten Tag, und dann gehst du in dieses Stück und dann kommt genau das, was du gerade erzählt hast. Und das passiert ja 3-4 Mal. Also ich würde behaupten, gerade in jetzigen Zeiten, wo das Portemonnaie nicht mehr so ganz locker sitzt, dann beliehst du dich dann beim 5. Mal vielleicht doch. Ja, das stimmt. Was erwartet mich denn jetzt hier? Oder machst es halt wie ich und gehst am Ende gar nicht mehr ins Theater. Und da schaufeln sie sich halt selber ihr eigenes Grab. Das stimmt, ja. Ja. Also ich verzichte jetzt mittlerweile wirklich drauf, weil die Theater so woke sind und auch, weil ich gerade die Dresdner Spielstätten überhaupt nicht mehr unterstützen will. Also gerade die Oper Dresden Schauspielhaus. Ich meine, was die gemacht haben, also wie die sich in den politischen Diskurs immer einbringen. Also zum Beispiel immer, wenn da Pegida war, haben die ihre scheiß Plakate dahingegangen. Ja, für Weltoffenheit, für Menschlichkeit. Jedes Mal ist da irgendeine scheiß politische Botschaft. Es kotzt mich einfach nur noch an. Und dann hatten wir es jetzt in der Corona-Zeit, da haben die irgendwie Impfen schützt auch die Kultur, hatten die so als Parole. Da war ja was. Ja, Kenner wissen. Ja. Scheiße, Impfen schützt auch die Kultur, haben die da überall hin plakatiert und ein Käse. Also die sind einfach nur noch zu politischen Akteuren geworden und halt zu linken Mainstream-Akteuren und das nervt mich. Die möchte ich gar nicht mehr unterstützen. Ja, es ist halt das Brot ich esse, das Lied ich singe, ne? Und die Hand beiß ich halt auch nicht, die mich füttert. Ja, ja. Ja, klar. Ja. Aber ich weiß halt nicht, also früher war das so, wenn ein Stück richtig gut war, dann bist du da auch mehrmals reingegangen. Echt jetzt? Ins Theater? Okay. Ja. Krass. Und also vor allen Dingen, wenn sich dann so ein bisschen die Inszenierung geändert hat. Also ja, das habe ich noch nie gemacht. Okay. Und ich denke, das würde dann jetzt final wegfallen. Bei sowas, weißt du, wo du sagst, naja, das war jetzt lustig und so, aber
Also, oder war, früher war es lustig, jetzt ist es scheiße, da gehe ich nie wieder rein. Ja, gute Frage. Also, schlussendlich, ich würde sagen, der Druck der Wirklichkeit, der taucht doch irgendwann im Theater auf. Und dann müssen sie wieder Publikumssachen spielen. Ja. Die kommen nicht drum rum. Das sind dann islamische Stücke. Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Okay. Ja, gut, genau, meinetwegen. Genau. Das kann man sich ja mal geben. Ja. Eine arabische Bearbeitung. Ja, so. So, liebe Leute, es liegt natürlich sehr nah, euch zu fragen, was denn euer letzter Theaterbesuch war. Und ich hoffe, ihr schreibt hier schön bravartig die Kommentare voll. Jo. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Arti, muss ich sagen. Mit dem Artikel jetzt können wir gerne mal wieder machen. Gerne. Schreibt uns auch gerne, wie es euch gefallen hat. Oder wenn ihr Themenvorschläge habt, immer wieder gerne. Also, macht's gut. Ciao, ciao.